Herzlich willkommen zu einem neuen Mallorca Video. Video. Direkt hier vom Frisch hier angekommen, hier zum ersten Mal in Mallorca, hier am Bierkönig heißt es, glaube ich, ne? Richtig. Super geil. Hauptsache ein Tor. Ich hab hier Furzen. In dem Video geht's um Altersunterschied. Nein. Wie alt darf maximal die Freundin sein? Oder für Knick-Knack-Geschichten? Wahnsinn, ich glaube, da gibt's ein Open End. Scheiß aufs Alter. So, ich bin gespannt, was die anderen Leute hier sagen werden. Wünsche euch ganz viel Spaß bei dem. Das ist eine gute Frage. Beim Saufgelage? Beim Videomensch. Ach, scheiße. Ja, Leute, wir haben bestimmt 3-4 Säulen getrunken, ne? Ist das so? Ist das so, das ist so. Ohne Witz. Hanna, die Allerechte. Das ist nicht meine Verlobte, aber sie ist irgendwo da drin. Gönnt sie euch. Schöne Grüße an Hanna an der Stelle. Und vom Helmut. Wir wollen heute herausfinden, wie alt darf der Partner maximal sein? Oh, also... ich würde sagen, älter ist immer maximal. Gut. Plus 7. Aber immer plus. Immer plus. Immer plus? Minus, ja. Also guck mal, ich bin 22. Wenn er jetzt zum Beispiel 21 wäre, das wäre ciao. Nee, tschüss nee, mit nee, dem nee. Boy, ne? Wie alt bist du? 25 ist mittlerweile. Wie alt ist deine Freundin? Die ist 24. 24. Das heißt, jüngere Freundinnen sind für dich in Ordnung? Ja, auf jeden Fall. Weil es geht heute um Altersunterschied. Ja, ja. Okay. Haben wir gut im Griff, oder? Okay. Ja, bist du, sag mal? 33. Nein! Tatsächlich schon. Okay. 24 ist ja. Ist gut. Okay, guck mal. 24, genau. Das würde ich jetzt auch nehmen. Ne? Ehrlich? Aber ist doch super. Aber nur für komm. Einmal. Nur für einmal. Genau. Vielleicht auch dreimal. Was ist mit älteren Frauen? Also so, ich sag so 27, 28 würde ich auch nehmen, aber dann. Dann wird's schwierig. Dann wird's schwierig. Das heißt, so eine olle Milf. Ja, ist nee, gar nicht dein Ding. Nee, so milfmäßig ist echt schwierig. Wir waren letzte Woche auf der Venus. Ähnlichen Fetisch haben wir da mehrfach gesehen. Das ist mein Fetisch. Wir wollen eigentlich wissen, wie alt darf maximal eine Partnerin sein oder eine Frau für dich in dem Falle? Zwischen 18 und 70 ist alles okay. Das ist sehr eine schwierige Frage. Das absolut. Kommt immer so drauf an. Ja. Aber mein Partner ist jetzt 3 Jahre älter, aber ich hatte auch schon 14 Jahre älter. Und es hat nicht funktioniert. Du stehst jetzt nur auf Ältere oder auf Jüngere? Pass auf, die müssen ja sich geben, wie alt sie sind. Das ist ja der Point. Altersunterschiede. Wie alt darf die Frau maximal sein oder wie viel jünger? Boah, ich glaube, da gibt es keine Grenzen. Nein. Also nach unten hin schon. Ja. 18 plus. Ja, ja. Aber mehr, 42 ist auch gut. Wenn du einen 50-Jährigen kennenlernen würdest, wäre das in Ordnung? Nee, glaube ich, würde ich nicht nehmen. Nein. Nee. Da ist dann deine Grenze. Ja. Meine Grenze ist, glaube ich, so 35. Wie alt darf maximal eine Frau sein? Boah, das ist schwierig. Also ich glaube, da gibt es kein Alter, ohne Scheiß. Wenn du jetzt, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 28. Das heißt, wenn du jetzt eine 70-Jährige kennenlernen würdest, sagen wir so einen richtig alten Schinken. Schwierig. Ja, nee. Da dann nicht? Nee. Dann hört's auf. Okay, wo hört's dann auf? Ab welchem Alter wird's kritisch für dich? Also ich würde mal sagen so 50. Dann 50? Auf, ja. Auf eine 50-Jährige würdest du gehen? Ja. Wollen das kommen? Außendienst, ja, wir sind Ecker Außendienst. Eigentlich, wir müssen ja eigentlich ein bisschen was aufbauen, aber unser Arbeitgeber hat uns freigegeben. Wie alt darf der Partner maximal sein? Wie alt bist du? Ich bin 24. 24 und der Partner darf maximal alt sein wie? Also maximal 32. Wie alt darf maximal eine Frau sein für dich? 47,5. 47,5. Oh. Ab 48 wird es problematisch? Das ist kritisch, jo. 10 Jahre. Okay. Ja, ich kenne die Frage. Maximal 10, das heißt, wie alt bist du? 14. Du bist 14? Nein. Um Gottes Willen, ich hatte kurz einen Schock gekriegt. Erstmal kurze Frage, wie alt bist du? 24. Wie alt darf maximal die Partnerin sein? 30. Was ist mit jüngeren Männern? Wie jung? 18? Ja, die sind zu jung. Das sind noch Babys. Ja? Ja. Magst du keine Babys? Doch. Wie alt darf eine Perle maximal sein? 30. 30? 30. Was ist mit 40-jährigen geilen Milfs? Würden so. Durchaus, wäre auch akzeptabel. Wäre auch akzeptabel. Sei dir ehrlich. Na klar. Also ich bin 25. Ja. Maximal 27. Ehrlich? Ja. Ey, wir haben heute schon welche gehört, die stehen auch auf 40-Jährige oder so. Ist nicht so dein Ding. Da bin ich nicht dabei. Nee. Da bist du nicht dabei. Da maximal 2 Jahre. Maximal 2 Und nach Jahre. Unten?
Ihr Bock auf Baggern? 18, 19. 18, 19. Es kommt darauf an, wie alt sie im Kopf ist. Natürlich. Mhm. Charmant gelöst. Danke. Ich darf heute anbaggern, wenn ich darf. Jawohl. Ja, dann viel Erfolg. Also ja, auch eine 50-Jährige. Ja, scheißegal. Alles. Ehrlich. Heute wird angebaggert. So, jetzt kommt ein schauspielerisches Talent. Oh. Leute, wenn ihr weiterhin so einen geilen Scheiß sehen wollt, unbedingt Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja. Wie alt darf maximal ein Mann sein? 60 plus. Wie alt darf maximal die Partnerin sein? Boah, circa 33, aber dann ist echt schon Grenze. Wie alt bist du? Ich bin 24. 24, also so 9, 10 Jahre. So. Also es ist noch völlig in Ordnung. Stehst auf richtig alte Männer? Richtig, aber Hardcore. Da habe ich ja auch mehr am besten hier. Mach, was du willst. Wir sehen uns heute Abend noch wo? Im Megapark. 22 ist meine Zimmernummer. Ja. Pavisa Bali Tower. Wunderbar, weiß ich Bescheid. Was ist mit älteren Frauen? Ja. Die haben Erfahrungen und würde ich alle wegmachen. Alle? Ja. Hallo! Hi! Hi! Wer bist du denn? Ich bin Linda. Hallo Linda. Hi. Wo kommst du her? Aus Köln. Aus Köln? Ja klar. 11.11. Karneval. Sind wir auch da? Ich bin auch da. Sehen wir uns dann wieder? Sehen uns. Als was gehst du? Boah, ich habe überlegt als Amor. Amor? Das ist cool, da kann ich so Leute sagen so, tschu, tschu, ihr seid verliebt. Und dann machen die rum und dann habe ich gedacht, bist du so eine kleine Verkupplerin? Ja, schon. Machst du das gerne? Ja, mach ich gern. Herz und TV. Jawohl. Randa. Super. Dann machst du heute noch in deine Story rein. Aber Story mit SCH. Bist du selber in einer Beziehung? Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht? Ich sage euch ganz ehrlich, einiges ist das hier der absolute Nonsens. Was man hier veranstaltet, was ich hier sehe, das geht gar nicht. Warum? Weil hier werden Töchter, also die sind 18 Jahre alt, die küssen mit Menschen rum, die sind Mitte 30, das habe ich beobachtet, da drin. Wie alt maximal darf der Partner sein? Mein Partner? Ja. Ich würde sagen maximal, oh, 1. FC Köln, ganz schwierig. Aber das passt ja perfekt zum Thema heute. Bei uns geht es nämlich um euer Thema. Um Altersunterschied. Okay. Wie alt darf maximal die Frau sein? Oder wie jung? Also ganz ehrlich, ich sag dir so, wie es ist. Ich bin 25 Jahre alt und ich rechne immer in Weltmeisterschaften. Wir wollen wissen, wie alt der Partner maximal sein darf. Also wie groß darf maximal der Altersunterschied sein? Also ich muss sagen, ich finde einen Altersunterschied ganz geil. Ich sag dir aber so wie das ist, wenn eine sagt, ich bin 2004er Jahrgang, dann sage ich, alter Finne, da hat Angelos Charisteas Griechenland zur Europameisterschaft geköpft. Bist du eine kleine Fußball-Girlie? Ah, klar. Gladbach? Sieht man nur, ja klar. Es gibt eine Borussia. Ich sag mal, 35. Bei mir ja. Nach so 22, 35 finde ich gut. Was war nach unten? Nee, nach unten. Ja, ja. Nee, nach unten ist schwierig. Also ich bin schon eher älter. Eher älter. Ja. Wie alt darf denn eine Frau sein? Also welche Weltmeisterschaft ist in Ordnung? 2008. Ja, aber wir reden ja jetzt vom höheren Alter. Ja, Waka Waka 2010. Das ist eigentlich immer so, näher, Junge. Ja, 2010, nee, ja, 2010, also nee, das was ist ja... mit 1990? Ja, ist ja, nein, Quatsch. Wir haben uns ja jetzt gerade versehen. Nein, die Weltmeisterschaft, die geht, ist 2002 in Japan, wo Ronaldo Oliver Kahn auf dem Handschuh getreten ist. Junge, mir ist so warm. Ja. Ey, ich hatte kurz Angst, dass der Reißverschluss noch weiter aufgeht und du keine Unterhose an hast. Bestimmt, oder? Wie ist es bei dir? Eher jünger? Eher jünger? Wirklich? Du stehst auf jüngere Männer. 20 ist die magische Zahl. Wie alt darf maximal eine Frau sein? Nee, maximal alt sind nur 20. Du bist wie alt? 23. Also gar nicht so viel älter? Nee. Du stehst nicht auf MILFs? Nee. Wie ist das hier auf Mallorca? Gibt es da auch Altersunterschiede? Also Maximalgrenzen oder werden da die Grenzen aufgeweicht? Das ist eine gute Frage. da kann man schon mal ein Auge zudrücken. Da kann man ein Auge zudrücken. Gut, also da geht dann auch mal ein 33-Jähriger. Genau.
Ey, pass auf deinen Schwanz auf. Sie kriegt einen anderen Schwanz, wenn sie will. Es war mal eine Hummel, die flog zum Überwintern in meines Freundes Tunnel, sprich in seinen Hintern. Den hatte sie genau getroffen, denn sein Arsch war meistens offen. Und im Sommer, Eiderdaus, flog sie stinkend wieder raus. Sie stank ihr Leben lang nach meines Freundes Tunnel, die dicke, dumme Hummel. Herzlich, komm, einmal Applaus. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Und wir sehen uns. Juhu! Grüße vom Ballermann. Juhu! Freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird.